Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ja, wir haben letztes Mal, so wie es aussieht, den Dungeon besiegt. Das wir gehen jetzt mal zum Makobaum. Ach, wenn man es könnt. Wenn wir Sprungvertrag da. Hui! Und dann schauen wir mal, was der uns zu sagen hat. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas verpasst. Können wir sehen. Ich habe schon vergessen, was er uns letztes Mal gesagt hat. Um ehrlich zu sein. Okay, gehen wir da rauf. Gehen wir da über. Und schöne Dorfmusik. Und Makobaum. Hey, was hast du zu sagen? Bitte besuch mich, wenn du groß bist. Ich warte auf dich. Ganz gleich, wie lange es dauert. Ah, genau, wir müssen ja noch in Zukunft. So. Badalala. Okay, so. Hallo Makobaum. Kuma! Du hast alle 8 Essenzen der Zeit gefunden. Und ihre Kraft erfahren. Dank dir stimmt mein Zeitgefüge wieder. Und ich kann mich wieder erinnern. Ich bin die Behüterin von Nairu, dem Orakel der Zeiten. Mein Makokern ist nur einem Held zu diensten, der die Kräfte der Essenzen der Zeit kennt. Jener Held, der die Essenzen der Zeit kennt, nimmt die unabänderliche Wahrheit über Zeit und Raum wahr. Wenn du das schaffst, Kuma, wirst du Veran aufhalten. Nimm dieses! Oh wow. Das nenne ich mal eine große Pille. Der Riesenkern des Makobaums. Damit durchdringst du die Mächte des Bösen. Böse. Wie schade, du kommst zu spät. What the fuck? Gib auf, Kuma. Erkennst du noch immer nicht, dass all dein Streben völlig vergebens ist? Oh nein, hey, Twin Rover. Wir sind die Gerudo-Hexen, Twin Rover. Wir werden uns an dieser Welt bedienen. Ganz gleich, wie sehr du dich bemühst, die finsteren Riten werden bald beginnen. Behalte unsere Namen in qualvollem Andenken. Der Name der Twin Rover. Oder kann ich wieder lachen? Ich hoffe mal, die haben so gelacht. Komm, es ist Twin Rover! Twin Rover! Ja, ich weiß. Wer hätte mit dem Auftauchen der Gerudo-Hexen Twin Rover gerechnet? Was ist bloß ihr Plan? Und jetzt ist sie wieder so voll happy gesehen. Ich empfinde nichts als Qual. Ganz so wie Twin Rover hoffte. Die Welt ist dem Untergang geweiht. Halte Königin Ambi im Schwarzturm auf und bezwinge Veran, bitte. Ja, mach doch nicht so ein happy Gesicht, den glaube ich doch vielleicht auch. Mein Gott. Okay, das ist vielleicht nicht ganz. Ja, okay, vielleicht machen wir sowieso. Ja, wir müssen in die Vergangenheit. Weil Königin Ambi ist ja in der Vergangenheit. Okay, let's do that shit. Ich weiß aber immer noch nicht, wie wo war, ne? Haben wir da schon? Nein, haben wir nicht. Okay, mal schauen. Da, der Turm. Der Turm. Der schwarze Turm. Ach, guck mal, das ist endlich hergeschafft. Ich bin hier, um Veran das Handwerk zu legen. Veran hat den Besitz von Königin Ambi ergriffen, oder? Das heißt, um Veran zu besiegen, muss ich Königin Ambi besiegen. Nun. Königin Ambi, Veran, ich werde sie alle beide vernichten. Dann werden die Menschen dieser Epoche Frieden haben. Doch, was wird mit mir geschehen? Kuma, vergiss mich nicht. Ich sehe dich als einen Freund. Gut, ich gehe. Ralf wird schon schaukeln. Auf Wiedersehen, Kuma. Kuma, halt! Kopfdecker. Kuma, Kuma! Ich habe die Anbücher studiert und etwas Fatales entdeckt. Ralph ist ein Nachkomme von Königin Ambi. Weißt du, was das heißt? Ralph lebt nun, weil Ambi in der Vergangenheit gelebt hat. Wenn Ambi vernichtet wird, kann Ralph niemals existieren. Das erklärt aber, warum das er denkt, er stirbt. Ich wollte Ralph aufhalten. Es war vergebens. Komm mal, bitte, halte Ralph auf. Er ist im Begriff, sich für das Volk dieser Zeit zu opfern. Indem er Königin Ambi tötet. Ich kann Rolf nicht erlauben, ein solches Opfer zu bringen.
Nur du kannst Roll von uns allen noch retten. Kuma. Impa und ich werden einen Weg finden, dem Volk beizustehen. Bitte, Kuma, rette Ralph. Okay. Ralph, Wiggum, wir kommen jetzt. Okay, Weg ist offen, wir können rein. Schwarzer Tor. Der schwarze Turm. Zum Glück wissen wir ja mittlerweile schon, wo wir durch müssen. Wenn wir ja schon mal da gewesen sind, weil ich so gescheit gewesen bin. Nicht gewusst haben, wo durch. Hey, Herzli. Herzli, Herzli, Herzli. Wow, das ist schon knapp gewesen. Wow. So. Ja, jetzt haben wir schon. Ach, jetzt haben wir schon die Hälfte von unserem Leben verloren. Nein, nicht ganz, aber. Es fühlt sich so an. Vielleicht. Nein. Natürlich lassen die nochmal Bomben kriegen. Spielen immer nochmal Bomben kriegen. Komm. Komm, da gehen wir das Herz. Na, das Herz! Du wenigstens. Komm schon. Jetzt kommen wir schon. Ein Herzchen. Oh, oh, fuck. Wow, das war ein knapper gewesen. Gut. Ihr habt sicher ein Herz von mir. Nein, du hast sicher ein Herz. Komm rein. Nein, 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 jetzt noch. Du hast sicher. Nein, hast du nicht. Okay. Dafür hast du sicher ein Herz von mir. Komm schon. Nein, auch nicht. Fuck. Ihr habt wenigstens ein Herz von mir. Wenn ihr schon. Nicht mein Schild klauen, bitte. Ihr habt wenigstens ein Herz von mir, oder? Ja, ein Herz. Dankeschön. Oh, und jetzt haben wir hier. Super. Du stirbst mal, danke. Oh Gott. Das könnte wohl knapper werden, als ich denke. So. Ich liebe mein Laserschwert. Was es ja eigentlich ist, obwohl man eigentlich einen anderen Begriff von Laserschwert hat. Finde ich wohl lustig. Und ihr, was wenn ihr. Ah, fuck. Yes. Okay, ihr gebt gut Leben, das ist gut zu wissen. Komme ich mal wieder zurück, wenn ich Leben brauche. Euch muss ich nicht besiegen haben. Ihr schiesst da fröhlich vor euch hin. Euch muss ich vielleicht besiegen. Aber wir haben zum Glück Schwerter, das heißt, ich kann einfach so. Nein, 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 das hättest du gar nicht. Fuck, mach jetzt. Also dich kann ich besiegen, aber bei dir wird es irgendwie ein schwer. Vielleicht, wenn du dich einmal ein bisschen dreist, danke schön. Hey, das hat ja voll geklappt. Das ist ja fast, als hätte ich einen Plan gehabt. Wow. Hey, ihr dort. So. Und jetzt. Der Makrokern. Er zeigt uns, wo wir durch müssen. Vielleicht. Ringel, Ringelreihe. Oh. Oh. Okay. Oh Gott. Schwarzer Turm. Turmspitze. Ich finde die Spitze voll Turm. Ich finde der Turm voll Spitze. Okay, ist gut. Das sind logische Stege. Das heißt, man kann. Man kann immer dorthin, wo man quasi auch unten dran ist. Das ist schon mal positiv. Und ich muss dort hin. Wo ist dort? Frage ich mich jetzt gerade. Ah, dort ist dort hinten. Gehen wir runter. Nein, 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 Bübli, nein, 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 nein. Das ist schon gar nicht her. Okay, ich muss dort runter. Das ist. Vielleicht müsste ich dort rauf. Oder? Ha, hast du geschafft? Wow. Das ist schnell gegangen. Hey Geist. Oh fuck. Was zum. Ich muss mal kurz der Eule. Die hilft uns sicher weiter. Hey du Eule. Die Wahrheit. Juhu, die Wahrheit lodert hinterrücks. Hinterrücks. Schon mal verraten, was du mir damit willst mitteilen. Außer dass ich. Dass ich gescheit bin, in Gegner reinzulaufen. Hä? Also, darf ich mich nicht bewegen, oder was? Aha. Okay. Das hätte mir auch früher noch können sagen. Bitte schön. Fangen wir mal einfach links oben an. Wow. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, der Bereich. Ist das nicht einmal in einem Dungeon auch gewesen? Fuck, mach die Dinger da. Ja, ich hätte nicht mal können. Du bist ja schon. Du warst ein Tower, hör auf. Komm da rein. So.
Okay, das Ufer müssen wir. Wo kommen wir? Was? Was soll ich denn wissen, welche Stecke die richtige ist? Und natürlich komme ich nicht ab. Also ich muss jetzt alle Stecke durchprobieren, oder was? Möglichst nicht sterben. Ja, da mach ich wirklich kurz mit dem Nicht-Sterben. Komm ich da, nein. Oh fuck! Jetzt haben wir noch diesen Trank aufgebraucht, scheiße. Vielleicht sollte ich mal Schild ausrichten oder so. Ja, also. Ey, ich bin so der Oberpro in dem Spiel. Also, so ein Oberpro hat man schon lange nicht gesehen. Was soll ich denn wissen, welche Stecke die richtige Stecke ist? Jetzt was ist so mit der Flamme. Irgendwie. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Irgendwas übersehe ich doch. Irgendwas übersehe ich. Das kann ja nicht nur mit Trial and Error sein, oder? Das kann ja nicht. Also, das kann schon, aber das ist ja voll lassen. Yes, danke. Er hat die vorne gebraucht, aber. Weißt du, die Hure Fee geht nur dann, wenn sie nicht brauchst. Ah, oh Gott. Also, jetzt sind wir sicher vorgespult. Einfach weil ich jetzt alle wieder probieren muss. Fick die doch! Und damals jetzt auch nicht aus, es könnte irgendwie. Zinterrücks. Muss ich die hohe Flamme löschen, oder? Irgendwie nicht so hell. Oder kann ich dich umleiten? Nicht so hell. Ich denke einfach, dass das Ding wird. So, nein. Das ist äußerst merkwürdig. Was ist gerade passiert? Moment. Was? Die sind irgendwie verschwunden. Muss ich jetzt der Reihe noch den stecken? No, oder was? Hä? Okay. Wir verfolgen nochmal die Flamme. Zeig mir den Weg, bitteschön. Okay. Nehmen wir da. Okay, ist da. Sind alle noch im Blickfeld? Sind nicht mehr alle im Blickfeld? Okay, wie soll ich mir den Scheiß jetzt merken? Der links, oben, unten. Oh Gott. Hoffentlich ist der richtig. Ist es nicht. Was zum Fick? Okay, aber eine von den Stegen ist es wahrscheinlich in dem Fall. Das heißt, ich kann nicht so. Ich probiere jetzt. Ah, fuck! Ich probiere jetzt einfach mal noch die letzte Stege. Und der ist gut. Also die, was als letztes ausgewählt hat. Aua! Fuck! Stuhl bleiben. Die Stege. Ja! What the fuck, man? Okay. Komm da rein. Dankeschön. Okay, das sieht aus, als käme jetzt gerade der Kampf gegen Vera an. Von dem her, hoffentlich hat es euch gefallen. es ist ein bisschen verwirrend gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der Legend of Zelda, Oracle of Ages. Und bis dann. Tschüss.